Herzlich willkommen. Willkommen zurück. Grüße vom Großkonsul, dessen Namen ich nicht versuchen werde auszusprechen. Ich könnte es gerne tun. Spannender Mann. In seiner Weisheit hat er entschieden, dass Yucatan Teil sein muss der Vereinigten Staaten von Amerika. Denn Amerika, da gehört auch Mittelamerika dazu. Und deshalb ist es Zeit für einen Krieg. Es dauert nur einen kleinen Moment. Wir brauchen einen Anspruch. Wofür auch immer, irgendein komisches, veraltetes Konzept, meiner Meinung nach. Eigentlich ist es doch per Definition mehr als klar, wem hier das Land gebührt. Auch die Antillen, ja, seht euch vor. Wir kommen gleich zu euch. Also bald. Vielleicht nicht, wenn ihr mit Frankreich alliiert seid, aber bald, wie gesagt. Nächste Kolonie, okay. Es geht echt schnell, ne? Weiter geht's. Aber ich wollte genau auf die Antillen auch schon mal einen Anspruch erheben. Wird das nächste große Projekt dann, beziehungsweise der erste große Krieg hier um die Karibik. Gegen Kastilien, gegen die Antillen, also respektive Bretagne. Es geht voran. Genau, dann haben wir auch gleich wieder 5. Das Geld kommt rein. Ich habe ja gesagt, wir wollen Festungen bauen, danach eine Flotte ausheben. Kurz eine Übersicht verschaffen. Passt alles soweit, ne? In Europa herrscht soweit Frieden. Es bahnt sich aber ein großer Konflikt an. Habe ich noch gar nicht drauf geguckt. Auf der Seite der Katholiken. Neapel. Ich mix immer Neapel und Frankreich. Hält Frankreich sich da raus? Keine allzu große. Polen, Litauen ist dabei, Schweden, Böhmen immerhin. Nicht so stark. Auf der anderen Seite Brandenburg, ja, Dänemark, Ungarn, die Briten, die Osmanen, Mailand. Wow. Nur Frankreich könnte das vielleicht noch kippen. Deshalb, ich glaube nicht, dass wir einen Glaubenskonflikt sehen können. Aber ja, in unserem Reich, im Reich der Freien. Wir glauben nicht an diese Konzepte. Wir glauben an Freiheit für alle. Freiheit natürlich nur unterm Sternenbanner. Und deshalb, beehren wir sie kurz, glaube ich, mit einem Besuch. Auf nach Belize. Und dann zur Hauptstadt. Direkt weiter. Keine Armee, mit der wir uns wirklich auf Augenhöhe, glaube ich, messen können. Na, geht ruhig den direkten Weg. Na, geh erstmal da rein. Gefühlt verlieren wir auch mehr Männer durch Verschleiß. Als durch irgendwas anderes. Aber immer 29.000 Mann Rekrutenreserve. Wobei, da geht mehr. Wir haben bisher nicht so viel investiert, glaube ich, in... Na, wie heißt das? In die Camps. Ist auch eine Festung, okay. Wir machen das mal kurz so. Wir bauen hier mal kurz einen Stack für die Belagerung. Und den Rest halte ich im Hinterland. Da muss ich nicht so viel an Männern nachschicken. Zum Thema, ja, Freiheit. Natürlich auch nur Freiheit unterm Kreuz. Und wenn irgendwas noch viel wichtiger ist als das Kreuz, als die Religion, dann ist natürlich das Geld die wahre Religion unseres Reiches. Erobert Florida. Rival ist unseres Rivalen. Wer ist denn da gemeint? Polen, Litauen. Den können wir doch bestimmt mal einen Höflichkeitsbesuch abstatten. Mit den besten Grüßen aus der neuen Welt. Das ist jetzt ein bisschen kräfteschonend. Unser Bombardement. Aber wir sind mittlerweile in einer Zeit, in der man ein bisschen mehr investieren müsste. Also schon 10 Artillerieeinheiten, nicht einfach nur, was haben wir jetzt? 6. Das bauen wir dann auch demnächst weiter aus, die Armee. Wobei das Land hier erlaubt es uns gar nicht so viele Truppen zu Felde zu führen. Also ich werde dann demnächst einen Belagerungsstack bauen, einfach so, ja, 10.000 Infanterie, 10.000 Artillerie und dann ein zweiten, eher supportlastigen Stack. Dass wir auf 40.000 Mann kommen, die wir
tatsächlich ins Feld führen können. Die Festung sollte ich mal... Ah, spielt keine Rolle. Deaktivieren. Ich mache das lieber manuell. Fällt noch nicht. Bitte kurz mal unsere Festung in Auftrag geben. Ich glaube, wir hätten uns auf Nipmuk geeinigt. Ich hoffe, ich irre nicht. Aber ganz gut zu verteidigen, ne? Hügeliges Terrain. Wir haben den Fluss hier. Nach Connecticut, welcher auch immer das ist. Hm. Nicht so groß. Kommt irgendwas in Appalachen. Dann werde ich hier unten in dem Bereich noch eine zweite bauen, dass wir wenigstens hier schon mal ein paar Festungen haben. Dass wir nicht allzu einfach zu knacken sind von den Europäern. Mehr in Technologien investieren. Wir haben ja schon gesagt, ab 15, also die nächste, um jetzt dann Galeonen gefallen. Wunderbar. Ihr solltet auch mal einen Anführer bekommen. Vorrücken. Wo ist eure Armee? Stellt euch. Und wenn ich mich nicht irre, habe ich gerade irgendwo eine Kolonie weggeklickt, ne? Da. Weiter geht's. Erstmal diesen Flecken hier füllen. Danach kümmern wir uns um die Shawnee. Die wollen wir natürlich auch noch in unser Reich integrieren. Da stimmt die Beziehung. Jetzt im Krieg ja, aber ich glaube außerhalb des Krieges sind sie nicht so große Fans. Schon mal besetzen. Habt ihr noch mehr als das? Hm. Oh, da oben ist die Armee. Ja, warte. Dann nehmen wir doch da noch ein paar Kanonen auf jeden Fall mit rein. Mit dem Schwert. Mit Feuer und Schwert. Oh. Ja, geblockt. So viel dazu. Ich rush kurz mal ein bisschen im Tempo. Habe ich alle Kolonien, die ich haben will? Schon wieder eine fertig, ne? Aha. Soll man ein bisschen aufpassen. Ein goldes Zeitalter für die Pfalz. Warum auch immer mich das interessieren sollte, was da irgendwo in Mitteleuropa passiert, von diesen kleinen Nationen. Hm. Übrigens, mal einen Blick auf unser Prestige zu werfen. Fast 80. Wir waren mal beim fast minus 100 nach unserer Reformation. Schon ganz ordentlich. Hier. Ein Anspruch will aufgebaut werden. Hallo. Da. Nur, dass wir einfach in der Lage sind zuzuschlagen, wenn es uns, ja, denn danach gelüstet. Jetzt in die Hauptstadt, okay. Ich dachte, wir hätten die längst geknackt. Ja. Da kommt die zweite Armee nicht mal mehr wirklich hin. Muss sie auch nicht. Muss sie gar nicht. Belagern. Ich glaube, wenn dann die Hauptstadt fällt, ist auch die letzte Festung. Und die wird in Windeseile zerbröseln. Eine jahrhundertealte Kultur. Zermalmt. Von amerikanischen Kanonen. Fesan, Teil jetzt auch des großen osmanischen Imperiums, das sich schon bis nach Kafsa erstreckt. Das ist echt ein beeindruckendes Osmanenreich, muss ich sagen. Und wenn ich hier sehe, Entdeckung, Entdeckung, Entdeckung. Erinnert mich das daran, dass wir eigentlich natürlich auch eine Seefahrernation sein sollten, die, ja, die Weiten der Ozeane erkundet. Nicht so viel zu sehen im Moment. Aber es kommt alles, ja. Ich verspreche, vor dem Jahr 1600 werden amerikanische Seeleute, amerikanische mutige Entdecker die Segel setzen und westwärts segeln. Gerade dann, wenn wir jetzt hier einen Westhafen bald haben. Ich hoffe, dass hier irgendwann das der Fall sein wird. Ich weiß nicht, welcher davon einen westlichen Hafen. Managua wahrscheinlich, oder? Sehen wir dann.
Aber ihr seht, Entdeckungen, Entdeckungen. Und die Osmanen ziehen gegen den Jemen. Wer hätte es gedacht? Wir werden so viel nehmen, wie wir können. Die Armee dann auch kurz hier unten stehen lassen, um Aufstände niederzuschlagen. Ja, man muss auch gar nicht alles besetzen. Ja, 99%, viel mehr geht dann auch nicht. Verhandeln wir. Um euer Schicksal. Ah, den können wir abziehen. Um euer Schicksal zu besiegeln. Das ist auch Land, das man durchaus zu Kernprovinzen machen sollte. Ne? Es ist vergleichsweise hochentwickelt. Frankreich gegen Aragon. Das bedeutet, glaube ich, auch Krieg mit Kastilien. Das gucken wir uns kurz an und dann kommen wir zu unserem Friedensvertrag. Frankreich gegen... Nur gegen Aragon. Oh, okay. Die Hochzeit ist abgeblasen. Und die Scheidung vollzogen. Die Bretagne und ihre Antillen beteiligt sich. Natürlich macht das Frankreich nur noch stärker, aber im Sinne schönerer Grenzen unterstützen wir die amerikanische Nation diesen Konflikt aus vollem Herzen. So, wie gesagt, der Krieg um Yucatan muss natürlich auch Yucatan genommen werden. Ihr wagt es, auch nur an eine Allianz zu denken, okay? Wir nehmen so viel, wie wir können, ne? Wirklich hier komplett hineinstechen. Ja, das ist okay. Geld oben drauf. Ne? Bisschen? Ja. Passt. Das hat sich nochmal gelohnt. Treffen wir uns mit unserer Armee in Belize. Oh, wartet hier oben. Passt sogar die ganze Armee hin. Da haben wir sogar schon eine Festung, ne? Zwei sogar. Okay, da brauche ich eigentlich nur eine. Welche wollen wir dann? Ich würde fast PD nehmen, weil die zentraler liegt. Dann reißen wir die hier ab. Aber alle sollen deaktiviert sein. Ja, hohes Maß an Überdehnung, ich weiß. Müssen wir auch echt was gegen tun jetzt. 106%, schon ein bisschen kritisch. Wenn man da nicht eine solide Armee hätte, um ja, sich abzusichern. 58 Jahre, aber langsam, na, wir können mal wieder. Ich investiere jetzt mal wieder. Einmal darf er noch. Einmal wird er wieder gewählt. Kolonisiert Periscot. Man wüsste, wo das liegt. Das gilt es herauszufinden. Ich glaube, wir haben alle wichtigen Instrumente dafür. Das könnte hier oben sein, oder? Da! Ich wusste es, dass es da liegt. Ich hätte die Provinz auch suchen können, aber ich wusste. Und wir könnten eingreifen. Denn wir sind eine Großmacht, aber die amerikanische Nation ist natürlich ein friedliebendes Volk. Wir haben nichts gemein mit diesen Europäern, die eigentlich nur den Krieg kennen. Krieg und Elend. Wenn wir Frieden verbreiten, Frieden und Freiheit für alle, auch für die Bürger Yucatans, die mit ihren Reichtümern auf jeden Fall auch ihren Teil beitragen werden. Und unsere Schatzkasse ein bisschen, unsere Schatzkammer füllen werden. Die Schicksal, wir könnten eigentlich auch hier mal wieder kommen. Erstaunlich ruhig. Warum habt ihr, regt sich ja keine Unruhe? Das irritiert mich ein bisschen. Das kann doch eigentlich nicht sein, oder? Warum so ruhig? Kein Nationalismus? Warum nicht? Ha? Das sind nur... Das irritiert mich extrem gerade. Das verstehe ich überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Ha. Das sind alles so Unruheherde hier irgendwo, ne? Das hat nichts, auch gar nichts mit Yucatan zu tun. Das finde ich ein bisschen merkwürdig. Das kann aber eigentlich kein Bug sein, oder? Es hat überhaupt keinen Nationalismus. Sie wehren sich überhaupt nicht dagegen, dass wir sie gerade gewaltsam in unser Reich integriert haben. Gut, wir akzeptieren ihre Kultur nicht. Das ist nicht so optimal für uns. Das ist ehrlich gesagt sogar ziemlich schlecht.
Was natürlich, gerade wenn wir hier Staaten errichten wollen, uns ziemlich einschränkt. Müssen wir uns gleich mal was dazu angucken. Jetzt nehmen wir den Drill mit und dadurch jetzt unsere kompletten amerikanischen Ideen abgeschlossen. Ich bin trotzdem verwirrt. Kurz mal. Okay, ich nehme es so hin. Wenn ihr eine Erklärung dafür habt, warum hier keine Aufstände kommen, bitte. Würde mich sehr interessieren. Ich meine nicht, dass es mich irgendwie stört. Ist okay. Aber komisch ist schon. Okay, in dem Fall haben wir natürlich Ruhe. Wir können natürlich Kulturen ja aufnehmen. Dann werde ich auf jeden Fall Irokesisch, glaube ich, fördern. Weil das ein sehr großer Teil in unserem Reich ist. Wahrscheinlich diesen Teil hier unten. Man muss aber echt ein bisschen managen. Das ist jetzt sehr viel Kleinstmanagement, was man dann betreiben muss. Aber es passt schon ganz gut. Die ist einfach noch nicht groß genug. Aber wir können, glaube ich, wie viel kann man fördern? Steht das hier irgendwo? Ah, da unten, ne? 4. Also die nächstgrößeren nehmen wir natürlich dann auf jeden Fall mal mit. Und sollten da dann entsprechend eben auch Staaten errichtet haben. Wir könnten noch 2. Die werde ich jetzt hier dann aber in dem Bereich bauen wollen. Gut, aber wenn wir jetzt hier Ruhe haben und die Maya nur wirklich sich ganz, ganz klein gegen uns regen, dann sage ich okay. Gehen wir zurück. Ich meine nicht, dass ich 30.000 Mann hierfür brauche, aber bitte. Wir schicken die Armee mal hinüber. Mit der Flotte. Sehen eine gewaltige französische Armada. Naja, der müssen wir irgendwie gerecht werden. Der werden wir uns früher oder später nämlich entgegenstellen müssen. Dann würde ich sagen, wir führen noch einen Krieg mit den Schicksal. Drängen dann doch nochmal deutlich weiter vor, jenseits der Appalachen, aber wenn wir jetzt so viel Ruhe haben im Reich, nutzen wir das ruhig aus. Die Shawnee werden wir integrieren, da fehlen ein paar Punkte. Die können wir gerade mitnehmen. Dann auch die Huron, da fehlt uns dann hier noch eine verbindende Provinz. Wobei, wir haben den Ontario-See, das müsste einfach so gehen, ne? Ich habe keinen Kriegsgrund. Ich dachte, ich habe... Ach, nicht mehr die Kolonialregion, ne? Dann haben wir hier. Habe ich den Anspruch auf die komplette Region, das zählt dann nicht mehr dazu. Okay, kein Problem, kein Problem. Die Festung ist auch fertig. Haben wir doch langsam so ein paar beisammen. Schauen wir uns hier schon mal um, wo könnten wir sie bauen. Oh, hier ist schön, ne? Shera. Man kann in unserem Reich Festungen so zu bauen, dass wirklich alles verteidigen ist, auch so ziemlich unmöglich. Also man kann ja nicht wirklich die Europäer davon abhalten, irgendwie zu landen irgendwo und dann sich auch frei zu bewegen. Das muss dann die Armee, wird sie aufhalten müssen. Aber dann werde ich in Chera, weil es einfach perfekt natürlich in den Bergen gelegen. Da bauen wir auf jeden Fall eine, sehen, dass Österreich bankrott ist. Eieiei, Österreich, Österreich, Österreich. Schön, Frankreich, sehr gut. Das ist positiv. Von Österreich sieht doch fast aus wie heute, oder? Salzburg, sogar weniger als heute. Salzburg fehlt. Frankreich müsste jetzt eigentlich nur die Provence irgendwie klar machen, dann sähe das doch schon ganz brauchbar aus. Polen-Litauen ist im Krieg mit Ungarn, Dänemark und Moskau. Okay. Das auf der einen, auf der anderen Seite Polen, Litauen, Österreich. Okay. Spannend. Mal gucken, ob Moskau da jetzt rausgebrochen wird dann gleich. Auf jeden Fall unsere Festung bauen. Ich will die einfach fertig haben. Dann hast du jetzt so ein gewisses Maß an Verteidigung haben. Jetzt der nächste Schritt wird dann sein, die Wirtschaft wieder weiter auszubauen und die Flotte zu konstruieren. Wie gesagt, vor 1600. Was? Warum? Waffenruhe? Habe ich gerade was Falsches? Nein, ich habe irgendwas Falsches angeklickt, oder? So viel dazu. Vorwärts. Ah, wobei ich wollte
nochmal meinen. Den bauen wir danach dann, ne? So einen richtigen Belagerungs-Stack. Wo ich den vorwärts schicken, der Rest dahinter. Bisschen weiter an der Integration schrauben. Müsste auch langsam die Überdehnung sinken, jawohl. Sieht ganz gut aus. Oh, die Shawnee kommen auch im Norden, um ihren Teil beizutragen. Wunderbar. Die Flotte, ja, auf nach New York. Hier haben wir jetzt inzwischen einen kleinen, unsere Rechte für alle. Uns einen kleinen Puffer aufgebaut bis 1603. Aber wir müssten, ja, wir können, glaube ich, hier direkt dann springen. Moment, ist das derjenige? Achso, das sind die. Ja, den brauchen wir eigentlich nicht weiter. Wie souverän wir sind. Wir müssen nicht mal diesen Krieg uns ansehen, um ihn zu führen im Norden. Warum hier kann ich. Warum kann ich da keinen Tor abfahren? Achso, ich müsste beim Lehnsherrn. Den Lehnsherrn kennen wir halt nicht. Das ist ein bisschen blöd. Ah, jetzt hätte ich verloren. Sowas. Hier gehen wir mal hinein, gucken. Sie wagen es. Was sich hier noch verbirgt im Nebel. Ein paar Fanatiker, die sich regen, aber ansonsten Ruhe in unserem Reich, finde ich gut. Wir ehren Gott auf jeden Fall für diesen Triumph. Für seine Hilfe. Mit Gottes Hilfe schaffen wir das. Ah, da war noch einer, okay. Dann können wir sie nämlich auch von der Karte tilgen jetzt gleich. Warum so kompliziert, Leute? Okay, dann ist mir egal. Dann warte ich einmal, dass die hier. Warum können die denn dahin marschieren? Ach, egal. Egal. Ihr seht, es wächst langsam zusammen, was zusammengehört. Hier bin ich mal kurz irritiert. Ich sehe da immer eine französische Kolonie. So gefühlt. Das wirklich jetzt Tennessee fällt. Dann haben wir hier noch ein paar Kolonien. Das geht alles ganz gut voran. Tauschhandel. Ja. Ich will nicht die administrative Macht hergeben. Die wird gerade mehr als nötig gebraucht. Wir könnten mal gucken, ob wir mittlerweile vielleicht einen besseren hier haben. Nee, haben wir nicht. Passt soweit. Den könnte man fast mitnehmen. Die Seiten gewechselt. Ja, machen wir ruhig, oder? Wir haben es eigentlich. Können wir uns leisten. Und Kontrolle, die Bürger wollen die Macht über den Handel. Hier, das ist doch schön. Ja, mit Ausblick, mit Seeblick. Wie lange braucht ihr für den Laden? Wir können weiter viel, viel missionieren. Also, jetzt auf maximalen Prestige. Wir bekommen unfassbar viel Prestige, ne? Für jede Missionierung und für jede neue Kolonie. Das lohnt sich schon ganz gut. Tennessee ist echt ganz schön harter Brocken. Haha, was für dazu. Honduras. Auch Teil von unserem neuen Reich. Jetzt fehlen hier noch zwei Kolonien, um sicherzustellen, dass die Europäer uns da nicht zwischenfunken. Apropos Europäer, ich frage mich eigentlich die ganze Zeit schon. Ja, wunderbar. Wunderbar. Nehmen wir die auch gleich noch mit. Treffen sie sich hier. Demnächst. Ich frage mich die ganze Zeit, wo eigentlich die Briten sind. Ihr habt doch
Mittlerweile, okay. Erst. Sie haben erst angefangen. Wir haben hier eine Dominica. Eine Provinz erst. Also die bringt immer der nächste große Kandidat. Also sie kommen ja dann relativ oft hier im Norden, so in Kanada. Angelandet. Oh. Sind sie da durchgebrochen? Das gefällt mir gar nicht. Da müssen wir intervenieren. Ganz kurz. Wir können ja hier auf jeden Fall mannen. Können wir nicht. Dann heuern wir selbst einen General an. Das ist natürlich scheiße. Habe ich nicht aufgepasst. Habe ich gepennt. War ich zu selbstsicher. Jamaica. Das ist ja Knaller, die Provinz hier. Nicht schlecht. Sollte aber auch gleich fallen, ne? Mit zwei sehr, sehr entspannte, aber auch sehr, sehr erfolgreiche Kriege viel Land gewonnen. Hier, die pushe ich nochmal aufs Maximum. Michigan gefallen, wir können Frieden machen. Machen wir auch sofort. Ich will nur kurz die Diplomaten alle mal herumschicken. Marokko, hallo. Naja, ich habe auch nach wie vor eigentlich kein großes Interesse. Ich habe kurz überlegt, ob ich irgendwie ein Bündnis mal mit den Europäern vielleicht anstreben sollte, aber wozu? Wozu? Auf jeden Fall Ansprüche aufbauen sollten wir auf die Huroren. Ich weiß nicht, müsste er zählen als Verbindung. Dass wir dann Anspruch haben und dann hier das Land auch sichern können. Aber jetzt sichern wir uns erstmal dieses Land hier. So, komplett. Kurz überlegt, wir könnten sie natürlich auch zu einem Vasallen machen. Um mal ein bisschen die administrative machen wir, glaube ich. Wir vasallieren sie. Finde ich besser. Ich einfach um ein bisschen die Macht gewissermaßen zu entlasten. Ne? Nehmen wir euer Gold, wir machen sie zu einem Vasallen. Weil wir so viel in die administrative Macht gerade ballern müssen, weil wir so viel Provinzen gerade, so viel Kernprovinzen erschaffen müssen. Sparen wir damit ein bisschen. Passt mir soweit. Willkommen in unserer Nation. Und euch vasallieren wir dann nämlich direkt. Spannend. Das ist der ganz große Konflikt, der da nach wie vor tobt. Den gucken wir uns gleich nochmal an. Wie er wohl enden mag. Euch annektieren wir. Mailand gegen Aragon. Ich glaube, das wird das Ende von Aragon sein. Verbessern hier die Beziehungen. Das sieht doch ganz gut aus. Bauen nach wie vor aus. Können uns jetzt eigentlich schon überlegen, wo wir als nächstes dann hingehen. Ja, wahrscheinlich gegen die Huroren. Wir haben uns auch schon mal ruhig hier oben positionieren. Beziehungsweise Manhattan. Die heimliche Hauptstadt. Ich bin fast geneigt, Manhattan zur Hauptstadt zu machen, weil ich es irgendwie ganz geil fände. Wäre natürlich eigentlich noch schlechter positioniert als Lenape, aber so what? Wobei, man könnte sogar noch halbwegs verteidigen. Ne, es wird wahrscheinlich irgendwas im Hinterland sein. Schauen wir mal. Das kommt bei Zeit, wenn wir wirklich ein Reich aufgebaut haben, das diesen Namen auch verdient. Nochmal nehme ich ihn, glaube ich, nicht mit. 62 ist mir zu alt. Jetzt müssen wir gerade mal gucken, ob wir vielleicht doch mal jetzt eher auf Administrative gehen. Zur Abwechslung. Einmal eine Runde bürokratischer Kandidat. Henry Mac Racknail. Ja. Aus der bürokratischen Partei und oh Gott. Der Mann kann nicht gut mit Geld umgehen. Weiß Gott nicht. Das ist eine gute Idee, weil wir so viel nach wie vor, vielleicht immer noch einige. Zack, zack, zack. Haben wir da aber schon mal einen Haken hinter, das ist gut. In der nächsten Folge kümmern wir uns dann auch mal um Staaten. Ich glaube, ich kann noch ein, zwei gründen. Oh, ich kann einige gründen, ne? Oh ja.
Das mache ich aber in der nächsten Runde ganz, ganz entspannt, weil ich dann mal wirklich ein bisschen sortierter durchgucken muss, was so die Perspektive ist. Also, wo will ich jetzt noch Staaten gründen? Wo sollte ich sie vielleicht nicht gründen? Müssen wir uns da mal ein bisschen nach vorne orientieren. Jetzt muss ich immer ganz gucken. Ich glaube, hier habe ich irgendwo jetzt eine Kolonie zu wenig. Oder? Ich müsste eigentlich 5 haben. Ah, da ist er noch im Bau. Okay. Ist noch nicht angekommen, der gute Mann. Aber es gefällt mir. Jetzt haben wir ein paar Festungen. Oho, Großbritannien, ja. Absolut. Das ist auch genau mein Plan eigentlich, ne? Früher oder später muss sie kommen. Die Heimkehr. Also wenn dann, wenn Krieg in Europa, dann auf den Inseln in Britannien. Was ich gerade aber sagen wollte, ich bin ganz zufrieden von der Festungsverteilung, ne? Eine auf Yucatan in der Karibik. 2 Festungen immerhin jetzt in unserem Kernreich. Das reicht nicht wirklich, aber erstmal, um mich zufriedenzustellen. Die Einnahmen sind ganz schön wenig gerade. Das irritiert mich. Warum? Warum verdienen wir gerade so wenig Geld nur? Waren wir nicht mal bei ein bisschen mehr? Ach so, gut. Ich habe die Armee natürlich ausgebaut. Das wird sein. Die Armee, die Berater, ne? Missionar kostet nach ein bisschen Geld. Okay, passt schon. Wird sich fügen. Gucken, ob wir irgendwas mitnehmen können. Beitrag. Sind echt ziemlich loyal. Die neue Weltkarte. Waren erst die. Wie ist die wirklich? Warum kann ich die nicht mitnehmen gerade? Achso, da unten. 1594. Ja, okay, dann nehmen wir die auf jeden Fall mit. Auf die warte ich jetzt noch kurz, sonst vergesse ich das wahrscheinlich in der nächsten Folge. Hier könnte ich nur die Macht mitnehmen. Ne, es passt soweit. Das ist okay. Das ist der Nachteil natürlich unseres massiven Kolonialisierens, dass wir 30.000 Mann starke Armee gerade finanzieren müssen. Tirol, Kastilien. Soweit ist es gekommen. Und Aragon schien noch nicht komplett jetzt getilgt worden zu sein, oder? Ja, sie dürfen noch herrschen über die Balearen. Mailand ein spannender Kandidat. Wird immer mächtiger. Tirol, jetzt ist sie schon im Besitz von 3 Provinzen. Ich muss mich korrigieren. Ganz schön mächtig geworden. Und Ungarn, weise wie sie sind, verkaufen ihre Provinzen an die übermächtigen Osmanen. Oha. Das ist echt ein Biest. Sondergleichen. Haben wir alle? Ja. Jetzt läuft die Zeit auch echt mal wieder ziemlich schnell. Also generell, das ist ein unglaublich schnelles Let's Play. Ich glaube, von denen, die ich bis jetzt gemacht habe, das schnellste. Einfach, wir nähern uns dem Jahr 1600. Das ist Folge 14, glaube ich. Oder 13 sogar nur. Das ist schon enorm. Das in dem Tempo, naja gut, nach hinten raus, das Tempo wird jetzt immer langsamer werden. Je größer das Reich, je mehr man verwalten muss und je größer dann die Auseinandersetzungen auch werden, wird es langsamer sein, aber es wird bei weitem nicht die fast 60 Folgen zum Beispiel von einem Let's Play Granada haben. Ich glaube, das war das längste Let's Play bis jetzt, weil so viele Kriege in so kurzer Zeit, ja. Krieg dauert immer noch am längsten. Saluda, fertig. Ja, fast unsere Lücke hier geschlossen. Dann können wir auch weiter in andere Richtungen expandieren. Ja, Prestige. Auch wenn wir fast am Cap sind. Jetzt kann ich doch, glaube ich, die Karte auch wieder mitnehmen, ne? Na, ihr habt sie zu vergeben. 10% oben drauf. Wir können mal einen Blick drauf werfen. Wir sind gerade bei 130. Da geht noch ein bisschen was, ne? Ich glaube, wenn ich die eine oder andere ich hatte jetzt immer den Missionsbonus noch. Oh, 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 ich habe die. Das da, ja. Aha. Abberufen. Hatte ich vergessen. Ihr habt sicherlich auf dem Schirm gehabt. Mal den Bonus dann mitnehmen. Jetzt genau hingucken, welche das ist. Und die Kolonie brennen wir dann auch kurz nochmal nieder.
Kostet zu viel Geld und unterm Strich dann doch irgendwie. Bitte, der Vertrag von Dr. de Silas sagt, die Karibik soll Kastilien gehören. Da lachen wir. Aber wir haben ja längst mit dem Papst gebrochen. Also, Rom kann uns nichts sagen. Eine beeindruckende Stadt, gewiss, aber ja, das protestantische Amerika lacht über diese Anmaßungen. Tatsächlich, ich würde nicht sagen, dass der Protestantismus verliert. Es sieht sogar ganz okay aus. Im Prinzip gibt es drei große Vertreter, ne? Die Vereinigten Staaten, Großbritannien, Brandenburg und dann so ein paar kleinere. Der Katholizismus dann doch noch die dominante Religion, wobei die Osmanen drauf und dran sind, den Islam weit hineinzutragen nach Europa. Und wir natürlich die Heiden hier noch zurückdrängen müssen, allen Ordens. Und klar, nehmen wir das mit. Ja, ich glaube in der nächsten Folge, wie gesagt, mal ein bisschen über die Staaten nachdenken. Wir können uns hier mal ein bisschen auch durch die Kartenmodi durchklicken, Wirtschaft, Entwicklung. Aber wo wir vielleicht auch, wie gesagt, mal selber noch ein bisschen weiterentwickeln werden, die Staaten. Die Annexion wird durchgehen. Ich habe deutlich mehr, als ich brauche. Anspruch aufbauen. Jawohl, das geht, wunderbar. Kann ich das auch beanspruchen? Wunderbar, perfekt. Da den nächsten Krieg dann auf jeden Fall starten. Granada gegen Portugal. Portugal wird jetzt echt ausgelöscht, ne? Also in der nächsten Folge marschieren wir los. Nehmen die Huroren. Die haben ein paar Verbündete, ne? Ja, doch. Aber, ja. Längst ist das Schicksal der Indianer besiegelt, würde ich sagen. Es ist nur noch eine Frage der Zeit. Auch nur noch eine Frage von Sekunden, dass diese Folge beendet wird. Und zwar genau jetzt. Ciao.